Töchter? Ja! Der Dr. Siemer hat nichts verraten. In der CDU verraten sie nämlich keine Geheimnisse mehr. Straßenfeger Martin hielt sich dieses Mal nicht lange mit seinem Programm auf. Einen richtigen Aufreger gab es im vergangenen Jahr in Vechta sowieso nicht. Er holte sich Prinzessin Susanne auf die Bühne. Nicht ohne Hintergedanken, wie wir gleich sehen werden. Prinz Stefan hat seine Susanne verstanden. Sind die beiden doch seit fast 7 Jahren ein Paar. Und jetzt liegt alles bei dir. Ich gehe es runter. Susanne Schiele, die Nachnamen mochte ich sowieso noch nie. Geborene Schlesien. Möchtest du meine Frau werden? Ich habe eigentlich die ganze Zeit, also in unserer Beziehung immer geglaubt, das wird er nie machen, weil diesen Kniefall, den kriegt er nicht hin. Susannes Antwort hören wir später. Da schreibt er mir, sehr geehrte Frau Emma, bitte hören Sie umgehend auf mit der Joggen aus kulturhistorischen Gründen, sonst kommen Sie in Beugehaft. Aber der ist ja nicht mehr, ich krieg doch kaum entstehen meine Schuhe zu, ne? Wie in den Jahren zuvor zeigte das Tanzmariechen des VCC, Marie-Louise Negrin, wieder ihr ganzes Können. Sie dürfte sich an die Kulisse im Vechta Waldhof gewöhnt haben. Goldenstedts Bürgermeister Willibald Meyer zeigte bei seiner Premiere vor den fast 600 Karnevalbegeisterten ein wenig Lampenfieber. Willibald, weißt du eigentlich, was dich als Bürgermeister von einem Autoreifen unterscheidet? Nee, ein Autoreifen hat Profil. Er hat vielleicht etwas lang gesprochen, er hatte ein paar gute Pointen drin, auf die hätte er sich spezialisieren müssen. Und so ein paar andere Dinge waren halt zu Bürgermeisterredlich. Wer im nächsten Jahr der Promi-Redner wird, steht noch nicht fest. 2015 nicht mehr dabei, die Mädels von der Prinzengarde. Aber was war eigentlich jetzt mit dem Heiratsantrag von Prinz Stefan? Ich konnte nicht ganz genau entscheiden, ob ich aufgeregt war, als die Veranstaltung losging. Und ich konnte auch nicht genau zuordnen, wo die Aufregung jetzt mehr begründet war. Ob in dem Antrag oder überhaupt diese Veranstaltung hier als Prinz aufzusuchen. Möchtest du meine Frau werden? Das hat es in der ganzen Geschichte unseres Vechta Karnevalsclubs noch nicht gegeben. Ein bombastischer Abend mit allen Höhepunkten, mit Stimmung, mit Gefühlen. Es war alles drin. Es hat auch den stärksten Karnevalisten umgehauen. Auf geht's, jetzt ist wieder so weit.